So Leute, da wären wir wieder zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Attack und ja, mir ist gerade noch ein Creeper kurz explodiert nach der Folge erstmal. Ja, keine Ahnung, ich nehme die jetzt noch im Anschluss auf. Bin ich wieder fast eine Woche im Voraus jetzt, weil ich die noch am Sonntag aufnehme davor. Und ja, finde ich aber nicht schlimm. Letzte Folge hat man dann auch wieder ein cooles Thema und ich hatte auf jeden Fall sehr viel zu reden. Da könnt ihr auch mal reingucken. Und ja, jetzt werde ich ja erstmal mich darum bemühen, diese Pflanzen abzubauen hier. Denn das ist unser nächstes Ziel. Wir brauchen halt Blöcke, die wir jetzt an die Wände setzen können. Und ja, dazu werde ich jetzt erstmal die Blüten da oben abernten. Das kann ich eigentlich auch von hier unten machen. Da muss ich mich nicht hochstecken. Gut, manchmal kommt man schlecht ran. Da muss man dort nochmal hoch, aber eigentlich kann ich das auch so, genau. So, und den Rest baue ich dann einfach von unten her ab. Ah, guck mal, da kriegen wir richtig viele. Und können dann auch wieder richtig gut was anpflanzen. Die ist schon fertig, wie es aussieht. Also die würde nicht mehr weiter wachsen, die hier aber schon. Aber aufgrund der Bedingungen tun sie es nicht. Und ja, dann nehmen wir es immer mit. Zack. Vielleicht mache ich den Raum auch noch höher irgendwie. Muss ich mal gucken. Jetzt kann ich auf jeden Fall erstmal alles abbauen. Ich hoffe mal, wir kriegen auch ein bisschen Zeug raus. Wie da einfach One-Hit sind mit der Axt. Das ist echt krass. Naja gut, dann werde ich die gleich mal in den Ofen stecken, damit wir hier die Blöcke dann auch craften können. So. Okay, wie viel haben wir erstmal? 49. Na gut, das geht ja. Wir können ja auch nochmal ins zweite End gehen, da kriegen wir nochmal mehr. Ich glaube, das wäre echt sinnvoll. Das machen wir gleich mal, aber vorher platziere ich die hier einfach nochmal. Und ja, dann kriegen wir nämlich endlich genug Blöcke zusammen. Noch in dieser Folge für unseren Keller. Das wäre eigentlich echt gut. So, die restlichen tue ich auch jetzt mal in die Kiste hier. Die Blüten müssen wir jetzt nicht alle anpflanzen. So, hier haben wir nochmal 49. Habe ich noch irgendwo diese Dinger? Ja, da ist noch was. Hier habe ich auch noch was, aber naja, komm, die tue ich mal hier rein. Vielleicht zu den Blöcken hier. Und ansonsten, ja, ich denke mal, das passt. Zack. Da packen wir mal in jeden Ofen ein so ein Ding. Ne, warte mal. So muss das. Da können wir jetzt einfach hier Shift drücken. Zack. Und so. Und hier noch. Da geht das nämlich schön schnell. Und ja, da haben wir nochmal Eisen. Da kann auch noch eine Kohle rein. Und ja, dann gucken wir mal. Gehe ich doch mal ins End. Und baue mal so ein paar Sachen ab. Da brauche ich jetzt auch nicht drauf achten, dass ich die Blüten kriege. Da baue ich jetzt einfach unten die Stängel ab, sage ich mal. Da kriegen wir schon genug Zeug. So, hier. Das ist dann zurück. Aber da müssen wir nicht hin, denn wir wollen hier durch. Oh, lol. Als ob ich jetzt erst das Achievement krieg. Warum das denn? Naja, gleich kriege ich dann noch das andere, wenn ich durchs andere Portal gehe. Oh, scheiße, ich brauche erstmal eine Enderperle, stimmt. Na dann. So. Geht ja schnell hier. Hoffentlich droppt da auch eine. Ja, Glück gehabt. Hätte auch sein können, dass erst der dritte oder vierte Enderman eine Perle droppt. So, wo war denn mein Aufgang jetzt? Ach, da hinten, genau. Wusste ich's doch. Ungefähr hatte ich's noch im Kopf. Na gut. Da gehen wir mal durch. Alter, sind ja viele auf einem Fleck. Gibt's ja nicht. So, warte mal. Jetzt kann ich perfekt essen. Und ja, dann gucken wir mal. So, für heute habe ich dann auch leider nicht wieder so ein Thema rausgesucht, ich weiß nicht. Ich will auch irgendwie nicht unbedingt jede Folge ein Thema ansprechen. Obwohl ja zwei Folgen hintereinander auch mal nicht schlecht wäre, ne? Eigentlich wäre das auch mal geil. So, da hinten haben wir erst die nächsten Endpflanzen, die sind ja alle schon weggeerntet. Ja, brauche ich mal ein paar Blöcke am besten. Gut, eigentlich kann ich auch mit Cobblestone machen, ich habe ja eigentlich genug, komm. Vor allem hier die paar Blöcke. Das wird ja dann gehen. Ach ne, da unten ist sogar schon ein Aufgang oder ein Übergang. Ne, eine Brücke. So, bin ich nicht auf das Wort gekommen. Okay, und dann kann man nämlich einfach hier unten das abernten. So. Vorher mussten wir uns da noch ewig hochbauen und jetzt geht's einfach so. Zack, weil wir jetzt nur das Zeug brauchen. Alter, wie viel die hier gebaut haben, ey. Vor allem, wir waren hier irgendwie, keine Ahnung, 10 Minuten drin. Und Delhead und Monkex und so haben wir ja schon übelst viel Türme gebaut und was weiß ich. Das war ja schon am Ende der Silvesterfolge so.
wo wir ja den Drachenfight hatten. Da waren wir gerade mal 10 Minuten hier oder noch weniger und da waren hier schon die ganzen Türme. Das hat mich da schon ein bisschen gewundert, wie schnell das ging. Naja, gut. Dann nehmen wir mal hier alles mit. Das kommt mir auch schon wieder so lange vor, wie jetzt einfach die Enderdrachenfolge schon wieder her ist, ne? Ich weiß nicht. Das ist irgendwie schon wieder so richtig weit weg. Keine Ahnung. Dieses Jahr ist für mich auch schon viel passiert, muss ich ja sagen. Der Januar hat es vor allem in den ersten Tagen schon richtig in sich. Naja. So. Ach, hier liegt noch was vom letzten Mal. So. Wahrscheinlich landet dann noch oben was drauf auf diesen Dingern, aber das ist mir jetzt mal egal. Lol, wo ist das jetzt hingedroppt? Ach, da. So. Dann mal kurz was essen, dann haben wir auch schon wieder fast 2 Stacks zusammen. Und ja, mal gucken, wo haben wir denn noch was? Hier ist erstmal alles wieder abgeerntet, Alter. Da drüben sind dann erst die nächsten Pflanzen. Normalerweise gibt es immer so richtig viele auf einem Fleck. Da sieht man mal, wie aktiv wir hier schon wieder waren. Ja. So, hier hat er sich mit Sandstein hochgebaut. Naja, ich gehe nochmal mit Koppel daneben hoch. Ich hoffe mal, die Zeit reicht jetzt auch noch. Ich werde mich dann wahrscheinlich wieder in den Tod stürzen. Weil das ist wesentlich effektiver. Ach du Scheiße. Ja, jetzt muss ich, glaube ich, zurück und mir erstmal ein paar Endermen holen. So. Zack, ich brauche ein paar Enderperlen. So, ach du Scheiße. Nein, nicht töten. So. Ah gut, wenn sie mich töten, habe ich Enderperlen safe direkt. Da kann ich sie nämlich aus meinen Kisten holen. Aber das ist natürlich nicht Sinn der Sache. So. Alter, hier muss man aber auch vorsichtig sein. Na, jetzt bin ich down. Ja, toll. Ich hatte keine Chance, ich konnte nicht essen. Das tut mir leid. Wie auch. Jetzt habe ich zumindest Enderperlen. Da müssen wir halt nächste Folge auch noch da lang gehen. Ist halt scheiße gelaufen jetzt. So, warum nur 4? Ich nehme gleich alle mit, die ich habe. Komm. Wir kriegen eh genug zur Not, wenn wir welche brauchen. Die müssen jetzt nicht in meiner Kiste hier rumgammeln haben. So. Achso, da kann ich nicht setzen. Ich wollte hier mal was hinsetzen, eine Fackel. Weil es hier immer so dunkel ist. Ach, ich gehe mal falsch rum. So. Zack. Ach, Leute, jetzt dachte ich, fall gleich direkt wieder runter. War zum Glück nicht. So. Ja, jetzt brauche ich euch nicht mehr, ihr Enderman. Gut, dann gucken wir mal. Ja, aber wir waren ja schon mal relativ erfolgreich, muss ich ja sagen. Wenn wir dann nächste Folge noch nutzen zum Farmen, haben wir auf jeden Fall genug. Und, ja, da bin ich ja mal gespannt, wie wir das dann hinkriegen mit dem Raum. Ich weiß auch noch nicht, ob ich nur Purpurblöcke verwende, wahrscheinlich nicht. Weil das wird dann auch ein bisschen zu viel Aufwand werden. Ich hätte dann auch gerne noch einen Block vielleicht dazwischen, der etwas billiger ist, tatsächlich, ja. Weil wir brauchen schon insgesamt viele Blöcke und, ja. Außerdem ist es auch schöner dann, weil es dann nicht so eintönig aussieht, ne. Ist immer ein bisschen besser. Also ich baue mal lieber so ein Muster oder sowas. Müssen wir mal gucken, welches ich dann nehme. Wir hatten ja in der Zuckerrohrfarm auch eine Kombination, glaube ich, aus mehreren Mustern. Also vor allem an der Decke zum Beispiel und den Wänden. Da war ja schon ein Unterschied. Und ja, mal gucken. Vielleicht machen wir es ja da so ähnlich. Ja. So, waren hier noch irgendwelche hier da vorne. Aber gut, das ist nur eine einzelne. Da muss ich jetzt nicht hinrennen. Da gehe ich lieber nach da hinten, wo noch wesentlich mehr stehen. So. Und ich hoffe mal, ich treffe die Inseln. Nicht von der Seite am besten. Hätte noch gerne ein Thumbnail jetzt für die Folge. Und nächste Folge wäre ich dann schon wieder gerne am Ende wieder draußen. Aus dem End. Oh Mann, ey, dieses scheiß Essen immer beim Hochstacken. Das hasse ich, ey. Es ist so schlimm. So. Okay, können wir es direkt auf diese Plattform versuchen. Probier mal so zu werfen. Oh, das war ein bisschen knapp. Ah, nun gut. So. Oh. Ja, ist immer ziemlich knapp hier. Da muss man halt gucken. Aber wir haben es ja hingekriegt. So. Machen wir erstmal hier so ein Thumbnail vielleicht.
Ja, ich denke mal, das passt. Und dann können wir die hier ernten. Beziehungsweise dann mache ich in der nächsten Folge jetzt weiter. Ich verabschiede mich jetzt auch schon, denn wir sind schon wieder über 10 Minuten. Und ja, dann mal gucken, was wir hier noch so alles zusammenkriegen, ne? Okay, dann tschüss.